Liebe Zuschauer, diese eine Baumscheibe, die ich hier habe, besteht aus 17 Teilen und aus drei Holzarten. Und das gleiche Motiv möchte ich aus 26 breiten Holzscheibe, halben Holzscheibe, das sägen. Und diese ist recht glatt geschliffen, wie man vielleicht erkennen kann, beidseitig. Und dann schauen wir, was da sich ergibt. Ich entscheide mich für ein feines Laubsägeblatt, ein ganz feines, und zwar, oder fast ganz feines, und zwar eins der Größe Nummer 1. So, jetzt muss ich mal finden, ja. Damit will ich sicher gehen, dass ich kleinere Spaltmaße habe. Sehr feine Sägeschnitte habe ich hier jetzt. Die Figuren haben hier jetzt keine Gesichter in der Hinsicht, dass sie großartig Nasen haben. Und mal gucken, wie ich das schaffe zu sägen. Mit dem Schäfer mache ich jetzt auch einen längeren Bart hier. Hier habe ich jetzt ein paar Konturen mehr reingesägt wie auf der Zeichnung und das könnte auch interessant ausschauen.
Das war auch zu erwarten bei so einem feinen Sägeblatt. Aha. Das Ganze ist infolge der Gegenzähne, welche das Material nochmal hochschießen lassen. Insoweit werde ich ein Sägeblatt ohne Gegenzähne nehmen. Nehme das hier Nummer 1 und das ist halbwegs vergleichbar mit dem eben genutzten Sägeblatt. Und schauen wir mal, was dieses an einem Ergebnis hervorbringt. Nicht zu vergessen, hier habe ich 28 mm Esche, also ein Hartholz. Man sieht, hat das sich gelöst von hier unten. Ist nicht gerissen scheinbar.
So, jetzt werden wir feststellen können, dass Sägeblätter ohne Gegenzähne eine bessere Spanabfuhr haben. Ja, da fehlt uns jetzt dieser braune, staubverbrannte Stellen. So, weiter geht's mit dem Eselchen. Sehr schön und sauber. Aber ein bisschen ein Näschen machen.
Also ich habe schon öfters erwähnt, dass man eben bei gewissen Hölzern keine Gegenzähne benötigt. Und zwar, wenn man mit der Maserung sägt. Also hier geht die Maserung in die Richtung. Das heißt, mit der Maserung sägen heißt nicht nur so wie mit den Jahresringen hier, sondern auch in der Senkrechten. Und wenn wir das Ganze jetzt hier beobachten, da ist keine schwarze Stelle und beide, sowohl hier als auch jetzt in diesem Bereich, also was ich hier gesägt habe, habe ich ein Laubsägeblatt der Größe 1 benutzt. Ja, insoweit. Gegenzähne ist nicht immer das Beste, je nachdem, wo man sägt. So, der Zusammenbau erfolgt anschließend an einem anderen Platz.